Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Es ist nun seit der letzten Aufnahme ein Tag vergangen und wir können natürlich jetzt dementsprechend mehrere Aufgaben erledigen. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen zusammen an und tun erstmal die Linse drauf machen, die wir das letzte Mal hergestellt haben. Da hat ja die letzte Folge im Prinzip geendet und dann starten wir damit am besten direkt los. Also, wir sollen diese Linse auf unsere Kamera setzen. Das haben wir erledigt. Mache zwischen 16 Uhr und Mitternacht ein Foto von dem kaputten Objekt im Minis Haus. Da haben wir jetzt gerade die optimale Uhrzeit für. So, wir haben hier Minis Haus. Okay. Was sollen wir noch machen? Spielen, mein Gott, wie viel? Okay, dann machen wir als nächstes Goofy sein. Gelbes Fahrrad. Ah, okay, wollte gerade sagen. Dann haben wir Remis neue Espresso-Maschine. Und was hiervon soll Remis Espresso-Maschine sein? Vielleicht ist auch die hier drüben gemeint im Restaurant. Das kann natürlich auch sein. Ah ja. Steht da schon die ganze Zeit aber so eine Espresso-Maschine? Ist mir noch nie aufgefallen. So, Olafs Sonnenschirm. Jetzt ist natürlich die Frage. Olafs Sonnenschirm. Manche Menschen sind wo steht der? Ist der hier irgendwo im Haus oder? Oh, ich glaube, den müssen wir nämlich suchen. Vielleicht ist er auch in der Höhle von der Eiskönigin dabei. Müssen wir mal schauen. Tja, wo ist Olafs Sonnenschirm? Vielleicht ist der am Strand, am schillernden Strand. Wir haben ja noch das Date von Merlin und Mutter Gothel. Da können wir eigentlich auch mal hingehen, um zu gucken, wie es läuft. Also ich kann mir nur vorstellen, dass das halt hier dann irgendwo sein soll. Ach, da hinten sind sie doch sogar. Dann gehen wir doch mal zu dem ihren Date. Mutter Gothel? Was in einer Welt machst du hier? Was ich hier? Du hast mich doch zum Treffen gebeten. Das habe ich ganz sicher nicht. Der Nächste hat mich praktisch angefleht, hierher zu kommen. Ich versichere dir, das war nicht meine Idee. Ich habe nicht die Angewohnheit, mit den Mächten des Bösen Geheimnisse zu teilen. Entschuldigung.
Mächte des Bösen? Wohl kaum. Wenn du jetzt gesagt hättest, Macht des Charmes, des Witzes und des sarkastischen Humors, dann hättest du absolut recht. Ha! Dein Charme dient nur zur Irreführung. Also findest du mich doch charmant? Was? Das habe ich verflixt und zugenäht. Ich werde es dann nächstes Mal doch gründlich die Meinung geigen. Und so hereinzulegen. Dann reden wir mal mit ihr. Also, wie fühlst du dich wegen dem magischen Moment mit Merlin? Magisch? Das Verhalten dieses aufgeblasenen Schwätzers zeigt nur, wie wenig ihr hier geschätzt werdet. Ich hier geschätzt werde. Er schien beinahe beleidigt zu sein. Hast du jemals versucht, dass wir schätzen könnten? Dich mit meiner Anwesenheit zu beehren, sollte mehr als genug sein. Merlin sollte sich geschmeichelt fühlen, dass ich ihn überhaupt anspreche. Nun, Merlin ist nicht der geselligste Mensch, nimm es nicht persönlich. Es könnte sein, dass er durch deinen Witz und Charme eingeschüchtert wurde. Sehr aufmerksam, Sanexa. Ich denke, jeder wäre eingeschüchtert, nicht wahr? Der arme Merlin war wahrscheinlich überwältigt und konnte nicht klar denken. Auf jeden Fall, das war alles Wallys Idee. Wirklich? Vielleicht habe ich die rollende Kiste unterschätzt. Ich werde ein Auge auf ihn haben. Nun, da du dich jetzt besser fühlst, kannst du das mit Merlin in der Vergangenheit ruhen lassen? Uff, na schön. Bei unserem nächsten Treffen werde ich ein wenig freundlicher sein, aber wirklich auch nur ein wenig. Ausgezeichnet. Du bist... Ja, jetzt haben wir auch schon mal zumindest den Liegeplatz von Olaf gefunden. Ich habe noch nie gesehen, dass hier so ein Schirm steht. Habe ich echt noch nie wahrgenommen, ne? Wahnsinn. Okay, dann gucken wir jetzt mal. Wo ist Merlin hin? Der ist hier. Mit dem will ich auf jeden Fall auch nochmal reden. Und dann reden wir noch mit Wally. Na dann, wir haben viel. Hey Merlin, fühlst du dich nach diesem wie fühlst du dich nach diesem magischen Moment? Sanexa, jetzt wo ich mich wieder ein wenig gesammelt habe, kann ich nur sagen, dass ich schwer enttäuscht bin. Es war absolut nichts Magisches daran. Wie kannst du es wagen, mich von meinen Forschungen abzuhalten und mich mit dieser Schurkin verkuppeln zu wollen? Ich wollte doch nur, dass alle gut miteinander auskommen. Im Tal ist kein Platz für Groll. Hier geht es um Zugehörigkeit. Oh ja, nun, ich nehme an, du hast recht. Außerdem war das alles Wallys Idee. Er wollte etwas Romantik erleben, so wie in den alten Filmen, die er gesehen hat. Ich verstehe. Nun, vielleicht könntest du dem kleinen mechanischen Kerl das ausrichten. Selbst in Dreamlight Valley funktioniert Romantik nicht wie in den Kinofilmen. Und jetzt? So, und jetzt gehen wir noch zu Wally. Bist du auch wirklich stark? Hey Wally, wie fühlst du dich nach dem, was passiert ist? Ich glaube, die beiden haben nicht zusammengepasst. Es hätte schlimmer kommen können. Aber ich denke, wir haben den Grundstein gelegt. Vielleicht werden sie sich in Zukunft besser verstehen. Direktive. Wieso versuchen wir nicht eine neue Perspektive? Lasst uns zu Mickey und Minnie gehen. Vielleicht können wir ihnen zu einem magischen Moment verhelfen. Sprich mit Mickey Maus. Hey, du! Hallo Mickey, ich habe mich gefragt, wie läuft's denn so mit Minnie? Mhm. Meine Güte, Sanexa, es ist alles großartig, seit du sie ins Tal zurückgebracht hast. Das glaube ich gern. Minnie hat hier zu haben, ich kann dir nicht sagen, wie viel mir das bedeutet. Da ist nur eine Sache. Manchmal hat sie immer noch Probleme mit ihrer Erinnerung. Die meisten von ihnen sind wieder da, aber hin und wieder scheint etwas zu fehlen. Das tut mir leid zu hören. Ich wünsche nur, es gäbe eine Möglichkeit, sie daran zu erinnern. Remy hat mir erzählt, dass Essen und Erinnerungen eng miteinander verbunden sind. Wie wäre es, wenn Wally und ich etwas zu essen für euch vorbereiten und ein romantisches Plätzchen für eure Verabredung herrichten? Wow, das ist eine großartige Idee, Sanexa. Lass Minnie wissen, dass wir etwas planen. Wir kümmern uns um den Rest. Angefangen, dass wir mit einer großen Strandfangel für eine romantische Atmosphäre sorgen. Ah. Toll, das wird der Wahnsinn.
Stelle 4 große Strandfackeln her. Dann gucken wir mal, ob wir die auch herstellen können. Was fehlt? Fasern. Rotem Licht hier. Sprich mit Wally. Wally, komm wieder zurück. Wally macht Dehnübungen oder sowas. Wally, ich habe ein paar große Strandfackeln für mich im Minis Rendezvous gemacht. Wie findest du sie? Das wäre, das werde ich als Zeichen der Zustimmung. Oh. Ach ja. Wow, ein Stiefelstrauß. Hast du den auch für das Rendezvous gemacht? Absolut fantastisch. Yippie, lasst uns weitermachen. Wir müssen noch den Bereich dekorieren und etwas zu essen kochen. Was kochen wir denn Gutes? Wir brauchen einen Tisch, zwei Stühle. Okay, wir sollten erstmal den Strand dekorieren. Fangen an mit dem Tisch. Was können wir denn da am besten... Festlicher Esstisch. Tisch der Madrigals. So. Wie viele Stühle braucht's? Warum zählt das nicht? Ich habe noch einen Tisch hingestellt. Den romantischen Ort. Ach so. Stopp, wie viel brauche ich jetzt ganz kurz? Zwei Stühle. Den romantischen Ort. Weil ich es jetzt woanders dahingestellt habe wahrscheinlich. Der romantische Ort war ja, glaube ich, hier vorne. So ungefähr. So, dann haben wir noch zwei Stühle. Wahrscheinlich werde ich nicht dieselben haben. Doch hier, die könnte ich nehmen. Einmal. Zweimal. Oh, die steht nicht ganz in der Reihe, die aber auch nicht. Okay. So, und jetzt noch Wallys Stiefelstrauß. Hier habe ich doch hingestellt. Wenn alles andere zählt, nur der Stiefelstrauß nicht. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Ne, warte mal, der ist gar nicht da. Hä? Müssen wir den irgendwann an die Seite stellen? Jetzt. Ja, okay. Mache ein Foto von Wallys Stiefelstrauß, um Mini die Dekoration zu zeigen. Okay. Sehr romantisch. Okay, koche ein 3-Gänge-Gericht für Mini und Mickey. Ich habe jetzt scheinbar schon irgendwas als Vorspeise im Inventar. Müssen wir mal gucken, was das sein soll. Ich
Meine Vorspeise ist abgehakt. Vergiss das nicht, Schatz. Eine Vorspeise. Da können wir auch Cracker nehmen. Das tut uns nicht so viel abziehen. Eine Hauptspeise. Dann nehmen wir einen deftigen Salat für. Und als Nachtisch mir eine Baiser-Torte. So, erst nochmal schnell die Erinnerung einsammeln. Oh, die haben wir sogar noch gar nicht. Sehr gut. Bringe die Gerichte zu Mini. Sehr gut. So, Mini, ich habe Sachen für dich. Ich würde so gern plaudern. Hallo Mini, wir haben ein 3-Gänge-Menü für dich und Mickey vorbereitet, das ihr euch schmecken lassen könnt. Wie lieb von dir, Sanexa. Alles riecht köstlich. Oh, was ist das für ein Bild? Ist das der schillernde Strand? Das sieht alles so romantisch aus. Meine Güte, da werden so viele Erinnerungen an Picknicks mit Mickey wach. Oh, das macht mich so glücklich. Danke. Sag das lieber Wolli, es war seine Idee. Also dann vielen Dank euch beiden. Ich lasse dich und Mickey jetzt eure gemeinsame Zeit genießen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, ich gehe jetzt zu Mickey. Dankeschön. Sprich mit Wally. Der kleine Wally. Gut gemacht, Kuppler Wally. Hui. Ich glaube, das ist ganz gut gelaufen. Vielleicht passen Merlin und Mutter Gothel nicht gut zusammen. Trotzdem glaube ich, dass sie jetzt besser miteinander auskommen werden. Außerdem haben wir Mickey und Minnie geholfen. Direktive. Hast du das Gefühl, dass du ein paar Ideen hast, wenn Ivy wieder da ist? Ivy, Ivy. Das ist großartig. Ich weiß nur, dass sie irgendwo da draußen im Tal ist. Mit etwas Glück finden wir sie. Was ist los, Wally? Direktive, Direktive. Spielen wir schon wieder Kuppler? Nein. Eine neue Direktive. Okay, mal sehen, ob ich was herausfinden kann. Was du meinst. Wally, du scheinst aufgeregt zu sein. Ist das ein Teil des Hinweises? Möchtest du tanzen? Das ist eine tolle Idee. Du kannst auch etwas Zeit gebrauchen, dich gehen zu lassen. Das Erste, was wir für eine Party brauchen, sind Gäste. Hast du schon mal jemanden in Sinn? Wie wäre es mit... Mickey und Minnie. Ich denke nicht, nun, es gibt noch andere Leute im Tal. Was ist mit Mirabelle und Woody? Eine gute Wahl. Es ist an der Zeit, ihnen einen Besuch abzustatten. Okay, wir machen aber jetzt erstmal ganz kurz noch die Mission fertig mit den Sachen fotografieren, weil die ist zeitabhängig. Und nicht, dass wir die dann nicht mehr machen können. Ja, ja, ihr wisst ja mittlerweile, wie das Ganze läuft mit den Zeiten. Ja, okay, die Couch, die sieht wirklich etwas verloren aus. Kehre zur guten Fee zurück. Oh, Sanexa, ich bin dir aus ganzem Herzen dankbar. Es ist wirklich beeindruckend, wie du meinen Zauber wiederhergestellt hast. Vielleicht solltest du eine Pause anlegen. Ich mache mir Sorgen um dich. Das ist nett, dass du dich um mich sorgst, aber ich bin in Topform, glaub mir. Oh, aber du würdest eine wertvolle, gute Fee abgeben? Du bist nicht nur fürsorglich, sondern auch tüchtig. Nochmal danke für deine Hilfe. Jetzt muss ich mich um mein liebstes Wunder kümmern. Es ist in einer entscheidenden Phase. Bis bald. Haben wir noch? Nee, okay. Wir müssen erstmal mit ihr aufleveln. Ähm.
Sonnenblumen brauchte ich ja noch. Eine Sonnenblume brauchen wir noch. Die haben wir sogar hier. Muss gucken, wo ich die Alge rein habe. Hier. 8 Algen und 6 Gurken. Bringe Mutter Godel die Zutaten. Das machen wir doch mal direkt. Der Gurtel ist sogar noch zu Hause. Alles klar. Geben. Was für ein Nun, ich nehme an, die hier werden reichen. Also, was hast du mit der Pflanze gemacht? Ich habe sie weggeworfen. Was? Ich sagte, ich habe sie entsorgt. Also wirklich, meine Liebe, du solltest besser aufpassen. Wo hast du sie weggeworfen? Auf die Müllhalde natürlich. Mutter Godel, wir haben keine Müllhalde im Tal. Natürlich haben wir die. Sie ist hässlich gelb, ziemlich rechteckig und hat eine Rampe davor. Müllhalde, das ist Wollys Haus. Nun, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll, ohne dich weiter zu verärgern. Vergiss es. Danke, dass du es gesagt hast, wo du sie gelassen hast. Bis bald. Ich hoffe, das war das letzte Mal, dass du dich in meine Sachen einmischst. Gut. Jetzt weißt du, dass du immer... Also gucken wir jetzt in Wallys Haus. Toll, da ist er wieder. Sprich mit Wally, um der Pflanze vorzulesen. Eben. Okay, hast du deine Pflanze? Fühlst du dich wohl? Super, dann lass uns mit der Geschichte weitermachen. Beim letzten Mal hatte sie unsere Hauptperson verliebt, aber die Vision der Schönheit wurde ihr gestohlen. Oh nein, keine Sorge, jetzt wirst du erfahren, wie es weitergeht. In einer weiteren Einöde versuchte der Roboter, den Bann, der über seine Geliebte war, zu brechen. So edelmütig. Allerdings erschienen neue Personen. Dieser Teil ist auch unleserlich, aber es sind wahrscheinlich... Roboter. Roboter wie du. Unsere Hauptperson traf freundliche Roboter und ein altes Volk, das sich durch seine neue Heimat verändert hat. Mit Hilfe der neuen Freunde gelang es dem heldenhaften Roboter, den Fluch aufzuheben. Diese geliebte Person konnte nach Hause und damit der Schatz an seinen rechtmäßigen Platz zurückgebracht werden, wo er gedeihen konnte. Und sie lebt glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ja, diese Geschichte kommt wirklich sehr bekannt vor. Hier steht etwas auf der Rückseite. Oh? Für Wally von Sanexa? Was? Wally, ich muss das vor dem Vergessen für dich geschrieben haben. Die Pflanze, sie sieht wieder gesund aus. Ich werde die Geschichte bei dir lassen. Dann kannst du sie der Pflanze vorlesen, falls sie wieder krank wird. Für mich? Ah, Wally, das ist sehr nett von dir. Ich schätze, du hattest eine Menge Zeit, diese Sachen zu sammeln, während ich die Seiten der Geschichte gesucht habe. Schön. Was sind da denn so für Sachen drin? Machen wir mal auf. Nicht schlecht. Okay, was haben wir als nächstes bei unseren Aufgaben? Das können wir gleich weitermachen, genau. Ah nee, wartet. Ich habe noch eine Idee. Genau, warte bis morgen. Dann besprechen wir mal mit Stitch.
Das Konzert steht bald an. Seid ihr bereit? Ja, wir sind bereit. Danach ganz viel Kokoskuchen essen und Kaffee trinken. Stitch sehr, sehr bereit. Das wird toll. Ja, ja, Konzert schon sehr bald. Band muss Namen haben. Wie soll Stitch Band heißen? Wieso Metabuben zum Zerstören gebaut? Ohana Meganala Questa. Wir nehmen die böse Metabuben. Ja, böse Metabuben ist guter Name. Ich werde bei Dagobert Duck die Anlagen abholen und sie am schillernden Strand für euch installieren. Ist gut. Danke. Ist gut. Ist gut. Sprich mit Dagobert Duck. Sei gegrüßt, welch ein Glück, das ganze Dorf kommt zu diesem Konzert. Ich sage immer, dass es viel Geld in der Unterhaltung gibt. Ich habe die Turnanlage für dich aus dem Lager geholt. Ich hoffe, diese Jungs sind bereit, eine Show zu bieten. Willst du meinen Rat, wo man das machen könnte? Der schillernde Strand wäre ein guter Ort. Freundlichen Dank. Ich stelle die Turnanlage auf dem schillernden Strand auf. So, vielleicht vorm Meer oder auch schon mal ganz schön groß. Das ist süß. Mit meinem Schweinchen. Sprich mit Stitch. Nein, ich will mit Stitch will ich sprechen. Alle angekommen, um Stitch musizieren zu sehen. Morshiba, sehr froh. Du klangst großartig. Dorf ist wie Ohana. Als Stitch allein im Raumschiff war, war er allein und vergessen. Aber jetzt nicht mehr allein und vergessen. Gibt hier zwar Nachtdorn und vergessen, aber trotzdem schön. Trotzdem schön. Danke, Sanexa. Danke, du bist hier, dass du hier im Tal bist, Stitch. Stitch etwas getan und Sanexa Dagobah gesagt, danke. Bring kaputtes Raumschiff zu Dagobert und er zur Reparatur schicken. Raumschiff nicht fliegen ist okay. Keine Sorge, Stitch. Es ist ein bisschen kaputt, aber das wird schon wieder. Sehr cool. So, und dann würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall schon mal einen Cut für die Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Lasst auf jeden Fall mal ein kleines Däumchen nach oben da. Abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.